Frakturheilung macht Unterschiede bei Mann und Frau. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Genauso wie es auch noch andere Risikofaktoren für eine beeinträchtigte Knochenbruchheilung gibt. Bei Frauen ist das Besondere, dass sie im höheren Lebensalter häufig an einer Osteoporose leiden, weswegen die Knochenqualität und Substanz geschwächt ist und daher auch schon weniger starke Unfälle zu Knochenbrüchen führen können, insbesondere im Bereich des Sprunggelenkes und des Fußes. Bei Männern ist es so, dass sie bereits in jüngeren Lebensjahren häufiger Brüche erleiden, was damit zusammenhängt, dass sie ein größeres Risikoverhalten an den Tag legen, wie zum Beispiel das Betreiben von Kontaktsportarten oder Risikosportarten, aber auch natürlich Motorradunfälle, die häufig zu schwerwiegenden Brüchen führen. Und je schwerwiegender ein Bruch oder je schwerwiegender die Bruchform, denken wir zum Beispiel an Trümmerbrüche, umso komplikationsbehafteter ist natürlich im Anschluss auch die Frakturheilung.